Ja, hallo, hier ist Nathalie Schmidt von Energie-Lebensberatung. Ich bin Autorin, Therapeutin, arbeite im Bereich Lebensberatung und mit Reiki. Ich möchte euch heute mal was erzählen, wie ihr eure negativen Gedanken, die jeder Mensch immer mal wieder hat oder häufig hat, in positive Gedanken umwandeln kann. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, denn dann kriegst du immer wieder gute Tipps, wie du an dir arbeiten kannst, wie du seelisch wachsen kannst und mehr zu dir selber finden kannst. Ja, wir alle haben wahnsinnig viele Gedanken, die uns jeden Tag durch den Kopf gehen. Und das Problem ist aber, dass die meisten Gedanken, die durch uns hindurchgehen, eher negativer Natur sind. Viele Menschen machen sich auch Sorgen und haben Ängste und da schwirrt einem vieles durch den Kopf und das sind oft so Kreisläufe, die da entstehen und die immer wieder an uns zehren und uns versuchen auch irgendwo in den Keller zu ziehen. Und eigentlich wollen wir ja alle positiv sein. Wir wollen alle uns zufrieden fühlen, wir wollen uns alle glücklich fühlen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal bewusst wird, was einem denn wirklich den ganzen Tag durch den Kopf geht. Also schaut mal, was geht da durch und macht immer wieder einen Cut und denkt, was habe ich jetzt eigentlich gerade gedacht? Und dann guckt euch mal die Qualität eurer Gedanken an. Und wenn das den Großteil des Tages negative Gedanken sind, dann müsst ihr schauen, dass ihr die verwandelt. Das ist am Anfang nicht so einfach. Also es gibt sehr viele Glaubenssätze, die wir übernommen haben, gerade in der Kindheit von unseren Eltern, von unseren Großeltern. Die haben wir übernommen und die schwirren da so hier oben rum. Zum Beispiel, du bist nicht gut genug oder du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist böse oder du bist was auch immer. Also da gibt es jede Menge Sätze, die immer wieder kommen und die uns aber völlig in unserem Dasein blockieren. Und davon musst du lernen, dich zu befreien. Und dafür ist es wichtig, dass du dir ein realitätsnahes Ziel suchst. Einen Satz, den du auch wirklich glauben kannst. Wenn du jetzt sehr negativ eingestellt warst in diesen Sätzen und du tust dir dann ein zu hohes Ziel setzen, dann spürst du das nicht im Inneren und du fühlst es nicht und dann wird dir das schwer fallen, das umzusetzen. So gesehen, mach das lieber in Etappen. Sag dir vielleicht zum Beispiel, anstatt du bist nicht gut genug, naja, ich werde mit jedem Tag besser. Ja, wenn du dir noch nicht sagen kannst, du bist toll, du bist perfekt, was eigentlich das Ziel sein sollte. Aber das ist manchmal schwierig, von heute auf morgen komplett umzustellen. So gesehen, nimm dir ein Zwischenziel und sag einfach, ich arbeite an mir und ich werde von Tag zu Tag besser. Ja, das kannst du dir leichter umsetzen und da kannst du auch dran glauben. Und das ist auch so. Und diese Sätze, die wir da übernommen haben, die gehören nicht zu uns. Die gehören eigentlich zu den Personen, die uns die damals gesagt haben und die uns so geprägt haben. Und diese Sätze, gib sie wieder zurück an diese Person. Ja? Denn diese Person muss selber an sich arbeiten und es ist nicht gut, dass sie das auf dich übertragen hat und dass du diese Sätze mit dir herumschleppst und dein Leben sozusagen blockiert ist, nur weil diese Menschen ihr eigenes Problem nie gelöst haben und ihre eigenen Themen nicht angegangen haben. Und indem du heute hier zuhörst, weiß ich, dass du an dir arbeiten willst und ich weiß, dass du das auch schaffen kannst. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht Schritt für Schritt. Und bleib dran, les positive Bücher, beschäftige dich mit positiven Sachen. Auch wenn zwischendrin mal wieder negative Gedanken kommen, sag, okay, das ist jetzt einfach so, ich lasse diese Gedanken weiterziehen und beschäftige mich jetzt wieder mit was Schönem, lenk dich ab und schau, dass du vor allem dich mit Menschen umgibst,
die dir gut tun und die dich nicht runterziehen, sondern die dich bestärken und die dir eine positive Energie vermitteln und dir Kraft geben, an dir zu arbeiten und weiterzukommen. Denn das hast auch du verdient, wie jeder andere Mensch auch. Und ich weiß, dass du das schaffen kannst. Glaube an dich, so wie ich an mich glaube und wie jeder an sich glauben sollte. Und bleib dran. Und ja, schau mal, dass du meinen Kanal abonnierst, damit du dann immer wieder von mir diese Tipps kriegst und weiter an dir arbeiten kannst. Denn es ist wichtig, nicht stehen zu bleiben. Denn jedes Stehenbleiben ist ein Rückwärtsgehen. Und vielleicht guckst du auch mal bei mir in Instagram vorbei, auf der in Facebook. Auch da bekommst du jede Woche positive Tipps, wie du an dir arbeiten kannst, weiterkommen kannst, wie du eine positive Ausrichtung in dein Leben bekommst, in deine Gedanken bekommst. Und auch auf meiner Webseite kannst du mal vorbeigucken. Du kannst gerne auch von mir mal Hilfe suchen. Da kriegst du Informationen. Und ja, denk dran, richte dich positiv aus, denn du bist der Herrscher über deine Gedanken. Und du bist nicht von außen manipuliert, sondern du bist Creator oder wie man sagen soll und kannst dahin kommen, wo du hinkommen willst, wenn du dich nicht selber überforderst und Schritt für Schritt einfach weitergehst und deine Gedanken vor allem kontrollierst und dir erstmal dieser bewusst wirst. Ich freue mich, dass du dabei warst und würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder als Zuhörer zu haben. Lass mir gerne einen Kommentar da, ein Feedback oder vielleicht auch Fragen oder Themen, die du gerne von mir hören würdest. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder da bist. Tschüss!